wir das auch mal machen. Genau, dann haben wir Pause nämlich, was praktisch ist. Wir können hier die zweimal fertig machen. Ich kann das machen. Oh, okay, der Bogenschütze ist wohl tot. Dein Befehl in Ordnung. Auch gut. Ich werde sicher. Hätten wir den Kettenzauber hier nicht gebraucht. Kann ich helfen? Er kann die Feinde nicht mehr identifizieren, das kann nur sie. Woran hast du gedacht? So soll es geschehen. Was zur Hölle? Ihr seid alles Elite-Kämpfer, oder? Ja. Sag, was du von mir willst. Vorwärts! Wie kann ich helfen? Weiter! Eine Schande, für meine sternerne Klinge! Ich fürchte, ich hatte... Dein Befehl? Okay, das sind doch zu viele Bogenschützen. Wie kann ich helfen? Gewiss. Kann ich helfen? Ich hab Kettenzauber für dich. Sehr gerne. Dein Befehl in Ordnung. Ja. Du benutzt mal den hier. Sag, was du von mir willst. Ist etwas nicht in Ordnung? Du benutzt auch mal irgendwas. Spür meine Sterne, die Klinge. Wie kann ich helfen? Weiter! Ich werde dich töten. Ich werde schwer erwischt. Bereit? Bitte. Ich werde schwer erwischt. Ich fürchte, dein Befehl. Weiter! Okay. Das war dann doch zu viel des Guten. Es soll geschehen. Hast haben wir keine mehr. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ihr Kettenzauber. Spür meine Stärke. Nehmt keine Gefangenen. In Ordnung. Dein Befehl. Ja. Jawohl. So, lassen wir mal den Zwerg vor. Der ist klein, der wird nicht so leicht getroffen, hoffe ich mal. Sag, was du von mir willst. Immer pass mal auf. Wie kann ich helfen? Weiter! Wie viele sind denn hier noch? Ich, das ist doch Goblin. Bereit zu neuen Taten? Ja. Das hätte ich vielleicht auch nicht machen sollen, unbedingt. Es soll geschehen. Kann ich helfen? Natürlich. Also, ja. Will halt nicht bei jeder Gleichheit brechen. Weiter! Au.
Schande, die Gasse mit Schützen. Ich fürchte, ich hatte es erwischt. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Ich wasch mir meinen Bart. Jawohl, pass mal auf. Okay, wenn du ein einzelner Bogenschütze bist, kannst du ruhig auf den Zwerg schießen. Euer Ende ist nah. Achso, du bist sogar noch der hohe Bogenschütze. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Der hohe Bogenschütze lebt also noch. Einverstanden. Kann ich helfen? Das macht mir nichts aus. Ich frage mich, wie die eigentlich zu trampen. Wie kann es soll geschehen? Dann wäre es jetzt doch mal vernünftig, nochmal ins obere Geschoss zu gehen und da zu rasten. Das wollte ich nicht. Ich will hier rasten. Mögen die Götter euch gnädig sein! Könnt jetzt nicht was. Sofort. Ich werde dich noch töten. Mehr von der Sorte. Ich werde dich töten. Ist etwas nicht so schnell ich kann. Dein Befehl? Einverstanden. So. Hoffe ich mal, dass ich jetzt in Ruhe rasten. Nein, das ist mir dann doch ein bisschen zu doof. Weiter! So. Wir haben gerastet. Wie kann ich helfen? Mal kurz einen Blick werfen. Also, ja, du brauchst eine ganze Weile. Du brauchst auch noch eine ganze Weile. Also, wenn man sich sieht, wie die Erfahrungspunkte jetzt hier explodiert sind bei den beiden. Du brauchst nur halb so lang wie die beiden ungefähr. Du hast bald wieder und du auch. Okay, du brauchst nicht so lang wie die beiden. Find's lustig, die sind erst 7 und der ist 8. Hexenmeister leveln schneller als Magier entweder oder das relativiert sich irgendwo mal mittendrin. Ja. Also die beiden haben die nächsten Stufen auf die Xyz. Krass, dass der 8 ist. Die ist nämlich auch 8. Alle anderen sind 7. Dein Befehl? Das ist so wahrscheinlich der einzige Vorteil, den Hexenmeister haben. Dass sie schneller leveln als normale Magier. Entweder das oder... Ja. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Oh, der hohe Bogenschütze. Ist etwas nicht in Ordnung? Der hohe Bogenschütze kommt. Euer Ende ist nah. Bereits
sind gerne geschickt. Ich spüre meine stählerne Klinge. Sag weiter. So, solange wir noch Power haben. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ja, aber nicht du. Raus mit dir. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Indem du den da wegmachst. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Waren das jetzt alle hier drin? Ja, sieht danach aus. Dein Befehl. Einverstanden. So, mal sehen, was haben die gedroppt? Pfeile und Pfeile. Und du hattest doch was Besonderes, oder? Langbogen und noch mehr Pfeile. Was gibt's hier drin so? Noch mehr Pfeile. Also Pfeile plus 1. Konzentrierte Heiltränke? Jetzt schon konzentrierte Heiltränke, okay. Ja, es soll geschehen. Und ich find's echt kacke, dass man die... Also 18 Trefferpunkte durch einen konzentrierten Heiltrank. Praktisch. Und das sind zwei verschiedene Arten von Pfeilen, weil wahrscheinlich, weil es eine plus zweier Pfeile sind. Bote selbst kann nicht von Dieb verwendet werden. Drei Angriffe pro Runde, plus 1 Schadensbonus und minus 2 ETW-Bonus. Dieser eigentümliche Bogen wurde vor 1000 Jahren für einen mächtigen Yuan-Ti-Bogenschützen namens Apali angefertigt. Die Zahl der Männer, Frauen und Kinder, die Apali mit dem Bogen getötet hat, ist schier unglaublich. Apali nahm viele hundert Jahre lang an Kriegen gegen die Menschen teil, bis er von einem Priester Asurans, des Gottes der Rache, in Chesanta unschädlich gemacht wurde. Mehr als 100 Jahre zuvor hat der Apali im Kult den Urgroßvater des Priesters getötet. In Schuld, nicht im Kult. Der Bogen ist leicht erkennbar an der rot-schwarzen Umwicklung des Griffs und den geschnitzten Schlangenköpfen an beiden Enden. Die roten und schwarzen Bänder verkörpern Apalis Familie, die einer Priesterkaste angehörte. Die Schlangenköpfe hingegen versinnbildlichen Sef, den Gott der Yuan-Ti. Oh, und die Pfeile können wir nicht mal identifizieren, so einfach. Aber ja, es sind Pfeile plus 2. Gut. Sag, was du von mir sofort. Ja, wir haben keine großartige Wahl, als nochmal zu rasten. Jetzt, wo alle erschöpft sind und alles. Was? Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Was ist los? So soll es geschehen. Ist einem Schattenverstecken gelungen. Ach, und die Infravision. Wow, 2 Schaden. Ein Befehl. Es soll geschehen. Mögen die Götter euch gnädig sein. Wenn es sein muss. Okay, wenn man bedenkt, wie viel Schaden die anrichten können. Mit nur einem Schuss.
Na gut, was erwartet man? Sie benutzen +1 Pfeile.